Ja, herzlich willkommen. Außergewöhnliche Zeiten erfordern einen außergewöhnlichen Drive. Und weil wir mit den Arminen im Moment nicht fahren können, haben wir für euch ein kleines Best-of unserer bisherigen Drives zusammengestellt. Ja, Dirk, schieß einfach los. Ja, mit dem ersten Drive, es ist ja so ein bisschen wie mit der ersten Liebe, vergisst man nicht. Marcel Hartl war bei uns an Bord. Es war Neuland, was wir da betreten haben für uns. Ich glaube, Marcel Hartl war eigentlich relativ entspannt. Ich dagegen war, kann ich mich erinnern, ziemlich aufgeregt. Und dann wurde das aber ein richtig schönes, lockeres Gespräch. Und Kino, was war so der letzte Film, den du gesehen hast? Königliche Löwen. Okay. Ist der neue Tarantino auch was für dich? Möglicherweise? Der von Quentin Tarantino? Sagt mir gar nichts. Nee? Okay, das ist ja der. Ja, vielleicht ist, ist das der Unterschied. Das sind die paar Jahre, die ich älter. Das sagt mir gar nichts. Die ich älter. Nee, Königliche Löwen. Time mal in gucken. Hollywood. Königliche Löwen, Mann. König der Löwen. War gut? Ja. Ja? Noch einen Zeichentrickfilm gucken. Also. Ja. Ich bin damit, das ist meine Kindheit. Deine Tätowierungen sind ja relativ viele. Hm. Zumindest die, die man jetzt einige sieht. Ja, das stimmt. Die anderen sieht man nicht. Ja, die haben eigentlich alle eine Bedeutung, außer das Spinnennetz hier hinten. Mhm. Das war einfach nur so ein Lückenfüller. Aber die haben alle eigentlich eine Bedeutung. Also hier steht Work for your dream. Arbeite für deinen Traum. Ja. Das kann man sich, glaube ich, selber erklären. Hier ist eine Sanduhr mit Totenköpfen, dass man die Zeit zu schätzen weiß, bevor sie abgelaufen ist. Okay. Was habe ich hier? Ist mein Symbol als Sternzeichen. Das hat zufälligerweise auch meine Freundin. Was bist du für ein Sternzeichen? Steinbock. Aha. Ja, und mein Freund ist auch Steinbock, haben wir das zusammen machen lassen. Und jetzt auch? Mhm. Schutzengel. Ja, Kreuz, also ich bin ein gläubiger Mensch. Ja? Ja. Gibt dir das Kraft? Auch, ja. Okay. Und? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag bete, aber ich sage, ich bin gläubig und das ist für mich wichtig, das ist für mich entscheidend. Ja, Sebastian, und bei dir? 12 Drives waren es bisher insgesamt. Es war auch wirklich der erste für mich, Reinhold Jabo. Auch ich war etwas aufgeregt bei der Premiere, die ich hatte. Aber er hat es mir leicht gemacht, nicht nur durch seine Art, sondern auch durch das, was er erzählt hat. In Bielefeld ist ja auch eine Unternehmerstadt. Ja. Was für mich und meine Frau auch relevant ist. Okay, das heißt, weil ihr Unternehmer werden wollt oder weil ihr da Ideen habt? Oder? Nicht, dass wir Unternehmer werden wollen, wir sind es ja schon. Okay. Das ist. Was macht ihr genau, wenn ich fragen darf? Also, wir haben insgesamt 3 GmbHs. Okay. Es ist eine Online-Marketing, Social-Media-Marketing-Agentur. Mhm. Dann ist es ein Kosmetikunternehmen. Wo wir die launcht jetzt hoffentlich in den nächsten anderthalb Monaten. Mhm. Und das andere ist auch nochmal ein E-Commerce-Bereich, was sich auf Haushaltsprodukte spezialisiert hat. Und das ist halt etwas, was viele noch nicht so wissen, weil ich war schon immer mehr Unternehmer als Politiker, aber ich habe das nie auch so nach außen getragen, weil ich ja weiß, als Person des öffentlichen Lebens, man schielt halt immer sofort da drauf. Und Dirk, welche Erinnerungen hast du noch hervorgekramt? Auf alle Fälle die an den Drive mit Samir Arabi, dem Geschäftsführer Sport. Das ist eher eine harte Nuss. Da ist er, sagt er lieber eher einen Satz zu wenig als zu viel. Aber da hat sich dann bewahrheitet, was wir sowieso gehofft und auch angenommen hatten, nämlich, dass sich die Beifahrer in dieser Situation, in dieser sehr nahen, sehr intimen Autosituation sehr, sehr viel mehr öffnen in den Gesprächen. Ist jetzt auch schon was älter, aber eigentlich bin ich ganz anders von Udo Lindenberg. Nicht nur, weil ich den mag, aber ich glaube, dass ich privat und wenn ich sowohl Familie, wenn ich mit meinen Freunden, wo wenige was mit Fußball zu tun haben, zusammen bin, dass der Sami Arabi da auch ganz, ganz anders sein kann, als die breite Öffentlichkeit ihn, glaube ich, wahrnimmt. Aber da muss man sich dann am Ende auch entscheiden und dann mache ich meinen Job. Es geht um die Sache, es geht um Arminia Bielefeld und nicht darum, künstlich jetzt zu versuchen, sein Image irgendwie zu verändern.
Udo Lindenberg hast du gerade angesprochen. Ist das jemand, den du auf dem Auto hörst, auf dem Weg zur Arbeit? Oder? Ja. Und das ist natürlich reiner Zufall, aber wir waren auch letztes Jahr in Hamburg mit dem Markus Rejek bei den Aufnahmen zum zweiten Album von MTV von Unplugged. Und insofern teilen wir beide auch diese Leidenschaft. Und das ist nicht der ausschlaggebende Grund, warum es so gut passt, aber höre ich gerne im Auto. Ja. Und Kandidat Nummer zwei? Das ist Andreas Vogelsammer. Eigentlich ja eher der ruhigere Typ, etwas in sich gekehrt, ist aber im Drive richtig aufgetaut. Zum Beispiel an der Stelle, als er erzählt, wieso sein Verhältnis zu Fabian Kloß ist. Fabi und ich, wir sind jetzt nicht, wir treffen uns jetzt nicht privat und gehen essen zusammen oder so. Klar, wenn man mal irgendwie mit der Mannschaft unterwegs ist und so, dann ist man da natürlich zusammen und dann quatscht man ganz normal und alles, aber ich glaube, wir verstehen uns einfach generell so auch als Typen. Wir haben uns beide so akzeptiert, wie wir sind, und das macht uns halt dann auch so gut. Meine Wertschätzung vor ihm ist, ja, ich meine, ich kann sie nur Woche für Woche wiederholen. Wahrscheinlich ist Fabi so einer der besten Zweitligastürmer, die es jemals wahrscheinlich gegeben hat. Mhm. Weil er halt in der Box vor allem, sein Torabschluss, der ist halt unfassbar. Also als ich hierher gekommen bin und klar, er sagt ja über mich auch, dass ich am Anfang meiner Zeit richtig kacke war. wo er in einer gewissen Weise mit Sicherheit auch recht hatte. Ihr seid ehrlich miteinander. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber so dieses, was halt sein Fitnesslevel anging, so habe ich mir auch gedacht, so, das kann eigentlich gar nicht, wie soll das funktionieren? So? Ey, auf einmal läuft er im Spiel und zwischen 11 und 13 Kilometer und so, und das, da habe ich mir gedacht, so, das gibt's ja gar nicht. Mhm. Das ist er gar nicht. Und Dirk, wer ist dein dritter Best-of-Kandidat? Ja, das ist unheimlich schwierig. Es gab so viele tolle Momente in echt so unterhaltsamen Drives. Es waren viele lustige Momente, die haften geblieben sind, aber auch teilweise sehr nachdenkliche. Beispielsweise die Situation, als uns Manuel Prietl von dem schweren Verkehrsunfall seines Bruders erzählt hat. Damals mein Bruder hat einen schweren Verkehrsunfall. Am Weg zur Wehrpflicht, in Österreich ist ja Wehrpflicht, ist er mit jemandem mitgefahren und sitzt seitdem im Rollstuhl. Das war für mich auch sehr, sehr prägend, die Zeit, da konnte ich auch sehr, sehr viel mitnehmen. Hat mich auch als Mensch, glaube ich, ein bisschen verändert, weil ich eine andere Sichtweise habe. Er sitzt halt momentan im Rollstuhl seit 12 Jahren und ja, ist ein Vorbild für mich, wie er durchs Leben geht, wie motiviert das er ist und ja, einfach unglaublich. Das war halt für mich dann auch immer ein Ansporn, wo ich jetzt sage, okay, jetzt hast du recht und jetzt mache ich das für dich auch mit, weil er auch ein Fußballer hat, auch, ich glaube, in Glenstetten hat er auch gespielt, mit 15, 16 auch schon dort in der Landesliga. Stürmer, richtiger Stürmer, hat auch viele Tore gemacht. Ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt hast du recht, jetzt mache ich das auch für dich mit, und so ist dann mein Ansporn, glaube ich, damals gekommen. Ja, Sebastian, das ist ja so ein bisschen wie beim Herzblatt hier heute. Wer ist denn dein Kandidat Nummer 3? Das ist Sebi Suku, dessen Name Adler bedeutet. Er hat uns im Drive mit einer Geschichte aus seinem Kinderzimmer in Bochum überrascht, die ihr jetzt seht. Das ist ganz lustig. Ich hatte immer so eine kleine Träumewand zu Hause. Und, eine Träumewand? Ja, wo ich dann alles drauf Bilder ausgedruckt habe von den Autos, die ich mal haben will. Also nur Autos, nicht jetzt? Nein, ja, auch andere Sachen. Da standen dann auch so ein paar Fußballsachen und sowas. Cool. Ja. Und das sind genau die beiden Autos, die ich von klein auf da stehen hatte. Ja. Ich wollte immer einen älteren Mercedes haben, eine alte S-Klasse. Das fand ich schon immer irgendwie cool. Und das habe ich. Hast du die erfüllte Traum? Habe ich mir erfüllt. Wenn ich jetzt auf die Wand zurückblicke, die hängt da zwar nicht mehr, weil es mittlerweile nicht mehr mein Kinderzimmer ist, aber deine Eltern anders gesetzt. Genau. Dann habe ich das mir erfüllt. Sag ich.